und nun die Nachrichten vom 8. Juli 1947. Der Pressesprecher der 509. Artillerieeinheit der Luftwaffenbasis Roswell in New Mexico teilte heute mit, dass die Armee eine anscheinend abgestürzte fliegende Untertasse geborgen hat. Augenzeugen beschrieben sie als ovale Scheibe, die vom Himmel fiel. Nach Angaben des Armeesprechers wurde das UFO auf einer Ranch in der Nähe von Roswell geborgen. Weitere Einzelheiten darüber werden noch bekannt gegeben. Wie uns ein Armeesprecher heute mitteilte, handelt es sich gestern nicht etwa um eine fliegende Untertasse, die abstürzte, sondern angeblich um Teile eines neuen NASA-Wetterballons. Seltsamerweise sind drei der Augenzeugen spurlos verschwunden, nachdem sie ihre Aussage gemacht hatten, während die anderen leugneten, etwas gesehen zu haben. In der Nähe von North Platte, Nebraska, Mai 1966. Nun wollen wir beten. Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Ich sehe mal nach, was da los ist. Wer sind Sie? Wir kommen von der Regierung, Ma'am. Was Sie heute Nacht gesehen haben wollen, ist nicht passiert. Was sagen Sie da? Sie werden mit niemandem darüber sprechen. Wie ich schon sagte, es ist nichts geschehen. Sie sind hier gewesen. Sie waren hier und haben ihn getötet. Joe.
Wenn Sie darüber auch nur ein Wort verlieren, egal zu wem, sind Sie und Ihre Familie schneller tot, als Sie denken. Haben Sie mich verstanden? Gut. Los Angeles, Kalifornien. Heute. Wie geht's dir? Danke, Chuck, kann ich klagen. Sollen wir hier noch warten oder gehen wir gleich rein? Wir gehen gleich rein. Wie ist die Lage? 200 Leute sitzen drin und warten, dass es losgeht. Genauso wie die Reporter. Wir haben alle gecheckt. Okay, los geht's. Senator? Alles in Ordnung? Ja. Ja, Sir. Gut, dann gehen wir rein. Oh. Senator, einen Moment. Senator Rowlings, was sagen Sie zu dem Programm? Stimmen die Behauptungen, dass Sie bedroht worden sind? Hatten Sie schon mal eine Affäre? Senator, ich will doch nur wissen. Geben Sie mir einen Sie doch nicht immer rein. Hey, hallo. Senator, hat im Moment keine Zeit. Senator Rowlings, hören Sie mich. Kommen Sie, Sir. Bleib dicht bei mir. Verstanden. Bewachst du die Tür? Kein Problem, Chuck. Jasper. Senator, hier ist Ihr Platz. Glaubst du wirklich, dass Sie es hier versuchen? Ich meine, das ist doch ein Sakrileg, oder nicht? Ich glaube, Attentätern ist sowas egal. Und sie haben ja die beste Möglichkeit, einfach zu verschwinden bei so vielen Menschen und so vielen Türen. Genießt die Musik. Der Chor soll gut sein. Der Junge ist sehr nervös. Pass auf ihn auf. In Ordnung. Danke. Hey, Rafferty. Was ist? Reine Routine, oder was? Ganz genau. Also, was beunruhigt dich? Keine Ahnung, ist nur so ein Gefühl. Ja, geht mir ähnlich. Er wurde heute schon wieder bedroht. Verdammt. Simon, bitte melde dich. Hier, Simon, was ist? Wie sieht's bei dir aus? Alles ruhig, Boss. Wie lange müssen wir das hier noch tun? Ein weiser Mann hat mal gesagt, es ist erst vorbei, wenn die dicke Frau von der Bühne geht. Wer hat das gesagt? Wer das gesagt hat? Yogi Bär. Ich gehe mal rüber zu Longo. Hey, halt einen Augenblick mal. Wo wollen Sie eigentlich hin? Wir wollen den Chor hören. Das könnte Ihnen so passen. Hören Sie, verschwinden Sie jetzt. Sie können sich ja nächste Woche den Chor reinziehen.
Sie werden uns einfach passieren lassen. Durch, verschwinden Sie. Doch, ich darf. Sehen Sie? Zuerst möchte ich Ihnen danken, dass Sie gekommen sind. Ich bin froh, dass wir unsere Kirche nach dem schweren Erdbeben wieder eröffnen können. Das verdanken wir nur Ihren großzügigen Spenden. Und natürlich auch der Hilfe eines der berühmtesten Mitglieder unserer Gemeinde, unser aller Freund Senator Rawlings. Ich danke Ihnen, danke. Ja. Longo! Jasper, alles in Ordnung? Wo ist der Senator? Passt auf ihn auf! Schaff den Senator raus, los! Los, Stolecki, bring den Senator weg! Gehen Sie aus der Schusslinie!
Doktor, kommen Sie! Ich gebe euch Deckung! Der Kerl ist ein Profikiller, steig ein! Und ich bin ein Profiagent, lass mich nur machen! Ja, du wirst mal einer, komm jetzt! Ich werde es jetzt zu Ende führen! Verschwinde! Nimm die Waffe runter! Ich sagte, nimm die Waffe runter! Erst lässt du den Jungen gehen, hast du verstanden? Ich will nicht dich, ich will den Senator. Soll er gehen? Er bringt dich um! Es gibt ein Problem auf der 9. Scheiße, was ist einer durchgegangen, verdammt. Dummes, kleines Menschlein. Gleich fährt er ihn hinten raus. Versuch ihn umzuleiten. Es funktioniert leider nicht. Versuch's weiter. Los, nochmal. Er reagiert nicht. Er fährt ihm hinten rauf, verflucht. So eine Scheiße. Finanzierungsausschuss des Senats. Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie Sie wissen, meine Herren, ist Senator Rawlings gestern auf tragische Weise verstorben. Möge Gott seiner Seele Frieden schenken. Er ist ermordet worden.
in dieser gottverdammten Kirche abgeknallt. Er hatte viele Feinde. Jeder von uns hat sich im Laufe der Jahre Feinde gemacht. Der Preis für eine Karriere. Sie wissen alle, dass Rawlings ein Geheimprojekt der Phoenix Corporation blockieren wollte, die Operation Zeit und Raum. Als Rawlings Nachfolger setze nun ich mich für die weitere Finanzierung von dem... Phoenix Corporation. Raum und Zeit und Quantensprungforschung. Science Fiction. Haarsträubender Schwachsinn. Das Geld, das wir schon in dieses Fass ohne Boden gesteckt haben, hätten wir genauso gut verbrennen können. Also was steckt wirklich dahinter? General Greenborough wird Ihre Fragen beantworten. Er hat auch keine Wahl, denn solange ich nicht genau weiß, was los ist, werde ich mich dagegen aussprechen. Und es gibt viele, die meine Ansicht darüber teilen. Es ist sehr viel passiert. Wir leben im Atomzeitalter. Wir sind auf dem Mond gelandet. Doch nichts davon. Ich meine, nichts auf dieser Welt ist wie das hier. Und was, bitteschön, ist das hier? Vor 29 Jahren haben wir ein Technologieabkommen abgeschlossen. Mit einer außerirdischen Zivilisation. Ein Technologieabkommen? Sie haben jetzt sogar auch fliegende Untertassen. Senator, diese Angelegenheit ist wirklich sehr ernst. Wenn Sie sich dem entziehen, werden Sie der Menschheit die größte Entdeckung vorenthalten, die man sich vorstellen kann. Würden Sie das bitte etwas genauer erläutern? Ich bin ein wenig verwirrt. Was ist das für eine Technologie? Sie stellten uns ihr ganzes Wissen zur Verfügung. Unsere Wissenschaftler erfuhren von ihnen, dass Zeit und Raum, wie wir sie zu kennen glaubten, kein lineares Kontinuum sind. Hier geht es um interdimensionäre Reisen, bei denen Millionen Lichtjahre überbrückt werden können. Es geht um Energie aus Antimaterie. Reaktoren, die Umwelt nicht belasten und nur ein Zehntel kosten. Es geht um ein Heilmittel gegen AIDS-Erkrankungen. Alles ist erreichbar, was die Menschheit sich je erträumt hat. Wie viele Leute sind eingeweiht? Sie eingerechnet? 7. Es waren 8. Sehen Sie es sich an. Ich danke Ihnen, General. Ich halte es nicht für ratsam, die Abstimmung ohne Wissen des Kongresses durchzuführen. Dann sagen Sie es ihm doch. Das ganze Kapitol wird Sie auslachen. Man wird Ihnen danach bestimmt einen guten Psychiater vermitteln. Das bedeutet einen Haufen Ärger, politischen Untergang womöglich. Die Katholiken und Baptisten werden sich das nicht gefallen lassen. Und was wohl erst die NRA machen würden? Ich habe gerade an die ökonomischen Auswirkungen gedacht. Es könnte einen Kollaps geben. Entschuldigen Sie, bitte. Es wird schon keinen Weltuntergang geben. Sie werden Ihre Stimmen für die Weiterfinanzierung des Programms abgeben. Phoenix Corporation, Forschungs- und Entwicklungslabor. Einstellung der EM-Transformatoren. Elektromagnetische Transformatoren geschaltet. Schallwellengeneratoren hochfahren. Generatorensequenz gestartet. Finale Nexus-Sequenz starten. Wir gehen auf Alarmstufe Rot. Start in 30 Sekunden. Bitte räumen Sie die Portallampe. Vortex-Aktivierung in 26 Sekunden. 25, 24, 23. Möge die Menschheit 2, mit dem Frieden schließen, was 1, auch immer sie da draußen erwartet. 20, Schutzwände öffnen! 19, 18, 17. Elementarbeschleuniger 115 aktivieren. Wir befinden
Elektrische Thermogeneratoren zuschalten. Generatoren werden hochgefahren. Antimaterie-Magazine öffnen. Antimaterie-Magazine geöffnet. Bipolare Reaktoren einschalten. Bipolare Reaktoren eingeschaltet. 4, 3. Ich bete zu Gott, dass es funktioniert. 1. Start. Cortex ist aktiviert. Initiatoren an! Die Initiatoren sind an! Alle Generatoren liefern volle Leistung. Partikeldichte bei 90%, 98%, 100%. Normalzustand wiederhergestellt. Geräte laufen vorschriftsmäßig. Komm schon! Die molekularen Verbindungen stehen. Antimateriebeschuss abgeschlossen. Die Zeitraumschleuse ist geöffnet. Interdimensionärer Kontakt wurde hergestellt. Irgendetwas stimmt mit der Anzeige nicht, verdammt. Antimaterie fällt ab. Kontrolliere das Computerprogramm. Achtung, bitte verlassen Sie nochmal das durchlaufen. Gebäude. Bitte informiere die Sicherheit. Bitte verlassen Sie das Gebäude. Doch, versucht das die ganze Zeit. Achtung, an alle Mitarbeiter. Bitte verlassen Sie das Gebäude. Bitte verlassen Sie das Gebäude. Achtung, an alle Mitarbeiter. Bitte verlassen Sie das Gebäude. Achtung, an alle Mitarbeiter. Das Gebäude muss sofort evakuiert werden. Ich wiederhole, das Gebäude muss sofort evakuiert werden. Räumen Sie das Gebäude. An alle Mitarbeiter, das Gebäude muss sofort evakuiert werden. Ich wiederhole, das Gebäude muss sofort evakuiert werden. Räumen Sie das Gebäude. Komm doch! An alle Mitarbeiter, das Gebäude muss sofort evakuiert werden. Ich wiederhole, räumen Sie das Gebäude. Thank you.
Turnus Akama Tubakibient. Des Mirkin tu Samata. Bata Sarutralikun Kundreka. Kundreka. Sakusa Astich. Plikoa. Ja! Phoenix Corporation, Hauptquartier. Wer auch immer er ist allein. Sie wollen mich wohl nicht verstehen. Er ist ein Plejadier und er wird mit allen Mitteln versuchen, das Portal zu zerstören. Das hat er ja auch schon fast geschafft. Warum will er den Einsatz des Portals verhindern? Was verheimlichen Sie, Liekin? Sie wissen genau so viel, wie Sie wissen müssen. Das überzeugt mich nicht. Der Mann wird in unseren Labors untersucht. In welchen? Das ist geheim. Verdammt, General. Wenn wir nicht wären, dann hätten Sie weder Labor noch Programm. Ohne uns sind Sie gar nichts. Also reizen Sie mich nicht. Wie können Sie es wagen, so mit mir zu reden? Ich bin immer noch ein General. Ich mache Sie so fertig, dass Sie nur noch in einer Freakshow auftreten können. Also reizen Sie mich nicht. Erst wollen Sie alles von uns. Unsere Waffen, unsere Schiffe. Und als Dank dafür behandeln Sie uns schlechter als irgendein Tier. Sind Sie fertig? Wir sind noch nicht fertig. Seien Sie in Zukunft auf einiges gefasst. Auf Wiedersehen. Ich muss einen Freund sprechen. Ja, Rafferty. In Ordnung, ich komme so schnell ich kann. Dad, können wir am Wochenende angeln gehen? Mama hat auch nichts dagegen. Ich hoffe, du hast Zeit. Ich hab dich lieb. Mach's gut. Secret Service, Zweigstelle Los Angeles. Chuck, wie war dein Urlaub? Ich würde nicht sagen, dass ein Krankenhausaufenthalt Urlaub ist. Und was habt ihr inzwischen herausgefunden? Nichts, wir haben keine Beweise und keinen Verdächtigen. Ich verstehe nicht ganz. Was heißt keine Beweise? Keine Beweise. Ach, du willst mir also weismachen, dass alles verschwunden ist. So will die Firma das also handhaben. Ja? Wir tun so, als sei gar kein Senator getötet worden und die drei Agenten sind an Herzversagen verschieden. Du kannst die Welt nicht ändern, Chuck. Versuche, in ihr zu leben. Nimm's nicht persönlich. Sie wurden alle in meinem Beisein ermordet. Ich nehme das sogar sehr persönlich. Rawlings war Senator. Jetzt ist er tot. Es ist vorbei. Wir können's nun mal nicht ändern. Find dich damit ab. Dann werde ich eben alleine weitersuchen, du. Klar, aber erst kommt doch was anderes auf dich zu. General Greenborough will ich haben. Er sagt, es sei wichtig. General Greenborough? Ist das ein Problem? Nein, ich habe mich nur gewundert. Alle weiteren Informationen hältst du da. Die Sache hat absoluten Vorrang, Chuck. Ich hoffe, es stört dich nicht. Du bist ans Militär ausgeliehen. Ist das offiziell? Kann ich wirklich nicht sagen. Der General wird dir genau erklären, worum es sich handelt. Du weißt ja, wie die vom Militär sind. Fünfmal so geheim wie der Geheimdienst. So, tu dein Bestes und lass dich nicht unterkriegen. Das hat noch niemand geschafft. Wenn du das Haus verlässt, bist du auf dich gestellt. Du weißt, was das heißt. Tut mir leid. Ich verstehe schon. Das ist ja ein echt cooler Effekt, Sarah. Das ist kein Effekt, Stick. Das ist ein Mann. Es war einer. Und wer ist das? Ein Geheimdienstagent. Und ich finde ihn irgendwie niedlich. Ich bin im Moment auf Gespensterjagd. Wenn es Spaß macht. Was für Gespenster sind das überhaupt?
Sie sind unheimlich dick. Ihre Gesichter sind richtig weiß, nicht nur blass. Wirklich krank, als wären Sie unterernährt. Sie hatten schwarze Anzüge an und schwarze Krawatten und... Attentäter in Schwarz? Ist das der neue Trend? Was hat das mit unserer Zeitung zu tun? Das mag komisch klingen, aber ich glaube, das waren Männer in Schwarz. Männer in Schwarz? Die Typen, die nach UFO-Sichtungen auftauchen? Die bedrohen doch Leute, die UFOs gesehen haben. Also war ein Schiff da. Nein, nein, nein. Es ist nur so eine Ahnung, das ist alles. Scheint, dass die nächste Ausgabe steht. Lass uns feiern. Okay, ich bezahle das Essen. Wenn es die Männer in Schwarz sind, könnte die Geschichte ganz sicher... Elijah! Shag! Elijah! Nächstes Jahr? Abwarten. General? Ich hoffe, es geht Ihnen gut, Rafferty. Ich kann nicht klagen. Danke der Nachfrage. Lang ist's her. Allerdings. Auf den Sonderflug nach El Paso. Ja, genau. Ganz recht. Meine Assistentin, Marion Rimbo. Ist mir ein Vergnügen. Wir reden oben weiter. Ja, Sir. Ich habe von Ihrer Scheidung gehört. Tut mir leid. Ich danke Ihnen. Sie werden einen 40-Tonnen-Kryogentransporter beaufsichtigen. Es sind 113 Meilen bis zur Edwards-Luftwaffenbasis. Wenn Sie da sind, werden Sie das Ausladen der Fracht überwachen. Dann geht es mit einer C-130 weiter. Zielort Los Alamos. Falls irgendwer versuchen sollte, Sie bei der Erfüllung dieses Auftrags zu behindern, sind Sie berechtigt, angemessen zu reagieren, Rafferty. Ich will es mal so sagen. Sie haben die Lizenz zu töten. Was transportiere ich, Sir? Das ist leider streng geheim. Wenn Sie es erledigt haben... Erhalten Sie von mir neue Befehle. Ist das klar? Ja, Sir. Ich habe nur noch eine Frage, was den Fahrer angeht. Ich hätte gern Jack Kirby. Genehmigt. Danke, Sir. Rafferty. Sir? Wenn mir irgendetwas passieren sollte, was immer es auch sei, denken Sie daran, wo und wie wir das letzte Mal angeln waren. Viel Glück, mein Sohn. Ja, danke, Sir. Bitte geben Sie Ihren Zugangscode an. Es wurde eine Nachricht für Sie hinterlassen. Wenn Sie der Rafferty sind, der mit Rawlings in der Kirche war, dann habe ich ein Foto, das Sie interessieren wird. Ich heiße Sarah Johnson und Sie können mich am Samstag auf dem Kufon-Kongress in Long Beach treffen. Ihr seid alle im Bilde? Dann lasst uns endlich losfahren. Hat noch jemand eine Frage? Ja, ich habe eine. Ich dachte, die Delta Force sind harte Jungs, aber ich sehe hier nur lauter Greenhorns auf dem Pfadfinder treffen. Das ist Selbstmordkandidat Jack Kirby. Er wird den Transporter fahren, also passt gut auf euch auf. Aufsatteln. Jack, die Pfadfinder sind von der Luftlandetruppe und leicht reizbar. Ach, ich wollte sie nur in Stimmung bringen für das, was uns alle erwartet. Na schön. Und heute wirst du deine kleinen Stunts vergessen, okay? Okay, solange wir pünktlich zu den Margaritas zurück sind, Kumpel. Was ist damit? Ich bin ein bisschen knapp bei Kasse. Wahrscheinlich ist es keine gute Idee, mal kurz am Geldautomaten zu halten. Kirby, schön zu wissen, dass sich manche Dinge nie ändern. Mein Arsch tut mir langsam weh. Wir sollten sehen, dass wir in 2 Stunden am Ziel sind. Ich will hier heil rauskommen, also 3 Stunden. 3? Ganz genau. Okay, du bist der Chef. Wir kriegen Besuch auf der rechten Seite. Dieser Arsch! Schaff ihn hier weg! Lieutenant, schaffen Sie den Wagen weg.
Geschwindigkeit beibehalten, Jack. Nicht langfahren. Was soll Bleib ich tun? Dran. Jack, was ist los? Hey, ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass wir auf der falschen Straßenseite fahren? Na und fahr weiter. Da heißt es, ich wäre verrückt. Sir, hinter uns. Jack, wir haben Besuch. Zwei Typen sind hinter uns. Drück auf die Tube, los. Da kommt jemand zu dir rüber. Oh, Scheiße, schaff ihn mir vom Hals! Hol ihn runter, schnell! Fahr dich daran! Zeig dich endlich! Los! Tritt aufs Gas, komm schon! In Ordnung. Fahr vor ihn, los! Tritt die Bremse! Was? Tritt die Bremse! Bremsen! Scheiße! Oh nein! Näher ran! Ja! Hau ab! Ja. Scheiße! Ich versuch's! Rafferty, festhalten! Rafferty,
Sieht so aus, als würdest du gleich mächtigen Ärger am Hals haben, wenn du dich weiterhin so hängen lässt. Ja. Bist du in Ordnung? Melde dich, Kumpel! Ich bin gleich wieder bei dir, Jack. Beschäftigt, halt durch! Gut für mich aus, kein bisschen. Jack, verschwinde da! Ich schätze, du musst die Margaritas allein trinken, Kumpel. Greif dir diese Schweine. Jack, raus aus dem Wagen, steig aus! Nein! Nein! Identifizieren Sie sich. Special Agent Rafferty, Secret Service. Agent Commodore von den Plejaden, Vereinigung gegen das Unrecht in den föderierten Sonnensystemen. Also, Sie sind der Mensch, der diese Wahnsinnsfahrt zu verantworten hat. Was sagen Sie? Wie heißen Sie? Agent Commodore. Sie müssen wirklich lernen, besser zuzuhören. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Ich habe noch einen wichtigen Auftrag bei der Phoenix Corporation zu Ende zu bringen. Warten Sie! Sie gehen nirgendwo hin. Bitte versuchen Sie nicht, mich aufzuhalten. Ich muss zurück zum Portal. Was soll's? Sie dürfen mich begleiten. Keine Bewegung. Sie machen einen schwerwiegenden Fehler, Agent Rafferty vom Secret Service. Ich werde Sie abknallen, wenn's sein muss. Ihr Benehmen ist rüde. Undankbar und rüde. Das waren die Markabians. Ja, natürlich. Gehen Sie vor. Wie heißt das, wo Sie herkommen? Muss ich mich denn immer wiederholen? Von den Plejaden. Soll das etwa ein Planet sein? Es ist ein Sternenhaufen. Wir haben jetzt wirklich keine Zeit für Nachhilfeunterricht in Sternenkunde. So sehe ich das auch, Plejadier. Gehen Sie einfach weiter. Jutat melequat. Semifonunsmat. No, kalek patusha. Trobleden za skur mashar. Dramanslavesti jaka tradvit. Vlantu pasatuka.
Plazak Zohunga, Sai Jodroba, Blazer Koda Te Seklar, Untanashaka, Untanasmatelix. Pek Sultan Vitokita, Oblesham Complesh Wood. Sadichiga Ukak. Trasva Pleadia, Trikum Spiwa. Shmi Shumiashe. Huat Ventras Tetan Tetalua Tabatswens. Herundichilak. Weini nicht, Erde. Eblik Shaish, Ton Sakar. General Greenborough, sagen Sie mir, es Black Leader. Ja? General, Black Leader ist dran. Geben Sie mir eine sichere Leitung. Sofort, Sir. Also gut, Rafferty, was ist passiert? Der Transporter wurde überfallen, General. Unsere Männer sind tot, Sir, alle. Sie starben, bevor sie überhaupt begreifen konnten, was los war. Was ist mit der Fracht passiert? Die Fracht hat sich befreit und ist jetzt bei mir. Okay. Rafferty, glauben Sie an Außerirdische? Außerirdische, Sir? Nach dem heutigen Tag glaube ich an alles. Nun, das, was Sie da haben, ist ein Außerirdischer. Wo ist die Fracht jetzt? Die Fracht, General? Er ist gerade. Er ist? Was glauben Sie eigentlich, wozu wir solche Sicherheitsmaßnahmen erfinden? Bestimmt nicht, damit Hinz und Kunz ihm beim Essen zusehen sollen. Naja, scheint nicht aufzufallen, General. Das ist kein Witz, Rafferty. Na schön, bleiben Sie da, bis ich jemanden hingeschickt habe. Wo sind Sie? Ecke 6. und Main General. Sie rühren sich da nicht weg, verstanden? Jawohl, Sir. Hallo, General. Was soll das? Also gut, Rafferty, was ist passiert? Oh mein Gott. Sehen Sie, die Erde ist ungefähr da ganz hinten. Und das hier ist das Plejadensystem. Eure Astronomen nennen es die sieben Schwestern. Und dieser Planet hier heißt Erra. Das ist aber ein schöner Name. Von da bin ich gekommen. Ist das nicht sehr weit weg? Was soll das sein? Das ist eine Holographie vom 6. Quadranten. Ah ja. Sie interessierten sich dafür. Die Party ist vorbei. Wir gehen. Sie wissen, was die mit mir machen werden? Das geht mich nichts an. Und ich will es auch nicht wissen. Sie werden mich in kleine Stücke schneiden, damit sie meinen biologischen Organismus analysieren können. Und das passiert auch noch im Namen der Wissenschaft. Danke dir. Kein Problem. Gott segne dich. Woher ist das Geld? Oh, es war in diesem Währungsbehälter. Geben Sie her. Hier. Ihre Vorgesetzten haben Sie also schon über mich informiert? Oh, ich danke Ihnen. Sie meinen, dass Sie ein Außerirdischer sind? Die meisten Menschen reagieren wesentlich emotionaler auf so eine Nachricht. Kann schon sein, aber ich stehe nicht auf sowas. Agent Commodore von den Plejaden. Erzählen Sie mir ruhig ein bisschen was von sich. Sie wissen ja scheinbar alles über uns. Ja, wir wurden eingehend über Ihre Zivilisation unterrichtet. Das war ein wichtiger Teil meiner Ausbildung. Lass Sie nicht sagen. In der galaktischen Elitetruppe der föderierten Welten des 6. Quadranten. Wir machen so ziemlich dasselbe wie euer Geheimdienst. Wir sind uns sehr ähnlich, Agent Rafferty. Ich komme im Namen des Friedens, Bruder. Sagen Sie nicht, dass wir uns ähnlich sind, denn das sind wir nicht. Ah. Zufrieden? Ich fühle mich wie zu Hause. Eine sättigende Überwachung und eine tolle Partnerschaft. Eins sollten wir klarstellen. Das ist keine Überwachung und ich bin nicht Ihr Partner. Na schön. Wenn Sie schon so viel wissen, wer sind die und was wollen die? Die wollen mich. Die Makebians stammen irgendwo aus dem Nebel des Orion und wir, die Plejadier, respektieren jede Lebensform. Also haben wir ihnen eine gewisse Gastfreundschaft gewährt, bis sie ihr wahres Gesicht zeigten. Sie kamen zu Tausenden und haben versucht, mit ihren grauenvollen Vernichtungswaffen unseren Planeten zu erobern. Unseren friedlichen Bürgern blieb keine Wahl, als selber zur Waffe zu greifen. Viele wurden getötet, meine Familie, meine Freundin. Aber wir haben gesiegt.
Doch inzwischen wurden 4 andere Planeten erobert. Euer soll nun der 5. werden. Geschätzte Eroberungszeit, 1 Erdenjahr. Mhm. Nur 1 Jahr. Sie arbeiten stets nach dem gleichen System. Sie verbünden sich mit euren Regierungen. Und dann transportieren sie ihre Truppen durch eine interdimensionäre Schleuse, die mit Hilfe eures Militärs konstruiert wurde. Na schön, aber eins verstehe ich noch nicht. Warum schickt man uns dann nur einen einzigen Mann zu Hilfe? Wir haben sehr strenge Gesetze, die uns direkte Einmischungen verbieten. Deswegen lautet meine Mission hier auch nur, die Schleuse zu zerstören. Und danach im besten Falle nach Hause zu kommen. Und ich habe schon gedacht, mein Job wäre lausig. Gehen wir. Gib mir eine Waffe. Nein! Es sind zu viele von den Typen. Du musst mir vertrauen. Hey, was ist los? So was Primitives. Das waren dieselben Kerle, die den Senator töteten. Ich hoffe nicht, dass du deswegen allen Außerirdischen gegenüber ein Vorurteil aufbaust. Wir sollten hier lieber erstmal verschwinden. Willkommen bei der diesjährigen Kufernmesse. Einige der wichtigsten Vorträge des heutigen Tages sind um 2 Uhr der Vortrag von Monica Wilkins über neue Zeichen in britischen Kornfeldern. Gary Hamilton wird über unterirdische Basen der Außerirdischen auf dem Mond sprechen. Raven Dillivier berichtet von DNS-Lichttransformationen im Gartensaal. Und Brandon Cole kommt zu einer Autogrammstunde seines Buches über die legendären Männer in Schwarz. Nee, den können Sie ja nicht einfach so hinlegen. Gut, dann halten Sie ihn. Na, das ist doch... Wer ist dieser Kerl? Alles in Ordnung, ich habe ihn angerufen. Sie können Ihren Freund hier nicht einfach so ablegen, wir haben zu tun. Sie fahren doch auf UFOs ab, oder? Ich glaube, es gibt Außerirdische, ja. Aha, einer liegt auf Ihrem Tisch. Und jetzt muss ich unbedingt diese Fotos sehen. Drew Bennington, bitte. Hier ist Agent Rafferty. Drew, hier ist Rafferty. Hör zu, wir müssen uns sehen und wir müssen reden, und zwar sofort. Sag mir, wo. Nein, 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 das ist zu weit weg. Gut, ich weiß, wo das ist. Ja, in 20 Minuten, alles klar. Der sieht ja gar nicht so aus wie E.T. Sogar Spielberg macht Fehler. Aber der da ist wirklich echt. Wow. Wo kommt der her? Er kommt aus dem Weltraum, du Idiot. Es gibt einen Haufen Planeten im Weltall. Von welchem genau stammt der Kerl? Seine Heimat sind die Plejaden. Das ist ein Sternenhaufen. Wow.
Was genau läuft hier ab? Ich wurde vom Militär beauftragt, diesen Mann zu transportieren. Dann wurden wir überfallen. Er hat mir das Leben gerettet. Und jetzt will ich diese Fotos sehen. Gib ihm keine Informationen. Er arbeitet für die Regierung. Verdammt nochmal, das ist ein Trick. Aber das wissen wir nicht mit Sicherheit. Warum geben wir ihm keine Chance? Wenn ihr mir nicht traut, dann gehe ich eben woanders hin. Das wird nicht nötig sein. Aber wir sind etwas vorsichtiger geworden, seitdem man versucht hat, uns umzubringen. Ich muss diese Fotos sehen. Bitte. Warum hat der Mann kein Gesicht? Wahrscheinlich typisch für die Männer in Schwarz. Wer zum Teufel ist das? Hier haben Sie Berichte von sämtlichen UFO-Sichtungen. Jedes Mal sind die Zeugen bedroht worden. Von Männern in Schwarz. Die gleichen Typen, die hinter uns her sind. Mich würde mehr interessieren, warum haben die Senator Rawlings getötet? Rawlings war für ein Top-Secret-Projekt verantwortlich und erhielt laufend Morddrohungen. Allerdings wussten wir nicht von wem. Bis jetzt. Commodore, so heißt dieser Typ, sagt, es entstünde so eine Art interdimensionäres Portal bei der Phoenix Corporation, und zwar in Zusammenarbeit mit den hiesigen Militärs. Er behauptet außerdem, dass die schwarzen Männer, und zwar eine ganze Armee von denen, bald durch dieses Portal einmarschieren werden. Wo ist er eigentlich hin? Ah, da ist er. Verzeihung, darf ich mal durch? Entschuldigung. Hey, wir müssen gehen. Sofort! Jetzt! Voraussichtliche Aktivierung der Cortex in 6 Stunden. Letzten Berechnungen zufolge werden wir uns 5 Stunden und 42 Minuten lang im Online-Status befinden. Rafferty, wer ist dieser Mann namens Drew? Der einzige Freund, der mir noch geblieben ist. Ich werde allmählich zu alt für diese Scheiße. 42. Was? Dein Alter. Ich bin keine 40. Nein, 42, im Februar. Da werde ich 40. Okay, du hast recht. Sag's bitte nicht weiter. Wie alt bist du eigentlich? 307 und... Hm? 370. Alles klar. Nein, wirklich. Ich bin erst mit 70 in die Pubertät gekommen. Hoffentlich kommst du da auch wieder raus. Komm du. Wie ist das? Das Leben da oben auf... Erra? Erra. Es besteht viel Ähnlichkeit mit eurem Planeten. Nur unser Sauerstoffgehalt ist wesentlich höher. Unsere Pflanzenwelt ist tropisch und gedeiht üppig. Wir erlauben unserer Industrie nicht, irgendwelche Abfälle in die Atmosphäre oder gar ins Grundwasser zu entsorgen. Umweltschutz hat auf Erra eine viel größere Bedeutung. Unsere Energiesysteme sind sauber. Und es gibt keine Kriminalität. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Dann überzeug dich irgendwann mit eigenen Augen. Ich würde dich gern zu uns einladen. Ja, natürlich. Aber wenn das Portal erstmal vernichtet ist, wie kommst du dann wieder zurück? Wenn mein Timing präzise ist, wird diese Vorrichtung mir einen Weg öffnen, der mir die Rückkehr gestattet. Wenn ich versage, dann bleibe ich ewig hier. Hier bei dir. Es ist jetzt genau 14 Uhr. Da bin ich ganz sicher. Ich danke dir. Kein Problem. Warte hier, ich bin gleich wieder zurück. Das heißt, du läufst Amok, Rafferty.
Ich bin reingelegt worden, du. Von diesem Greenborough. Deswegen brauche ich einen Freund, der mir hilft. Das Beste wäre, du würdest dich freiwillig stellen. Immer wenn ich euch vertraue, habe ich die Männer ein Schwarz am Hals. Du musst irgendwas wissen, Drew. Sag mir, was schiefgelaufen ist. Du bist schiefgelaufen. Kommandeur, lass mich sofort hier runter. Oh, ja. Ich danke dir, mein Freund. Kein Problem, wir müssen hier raus. Deckung! Weg hier! Hier, die ist für dich. Ich habe eine Idee. Vergiss es. Fertig? Los! Gute Idee. Nicht sie raus hier. Rafferty. Hm? Ich frag nur aus Neugierde. Seit wann dürfen Polizisten Transportmittel stehlen? So stehlen. Ausborgen. Mrs. Rawlings? Ja? Major Rafferty vom Secret Service. Ich war bei Ihrem Mann, als er... Ich weiß, wer Sie sind. Kommen Sie rein. Danke sehr. Niemand sollte Ihnen irgendwelche Vorwürfe machen. Ich bin überzeugt, Sie haben Ihr Bestes getan. Danke. Also, was kann ich jetzt für Sie tun? Mrs. Rawlings, kurz vor dem Augenblick, als Ihr Mann uns für immer verlassen hat, sagte er noch etwas zu mir, und zwar, meine Frau, safe. Was wollte er mir damit sagen? Er meinte vermutlich den Safe. Ich fand den Schlüssel zwar auf der Frisierkommode, aber ich habe ihn nicht benutzt. Ich denke, ich will es nicht wissen. Im Arbeitszimmer ist ein Videorekorder. Wir wissen nicht viel über Sie. Nur das, was Sie uns erzählen. Sie nennen sich selbst Macabians vom Schwarzen Bund des Orion. Wir haben Ihre Waffen und eines Ihrer Schiffe beschlagnahmt. Wir wissen, dass Sie ein weiteres Schiff irgendwo versteckt haben. Sie behaupten, in friedlicher Absicht zu kommen, aber einige von uns misstrauen Ihnen. Ich gehöre dazu. Ihr Anführer Liekin spricht ständig von einem interdimensionären Portal, das unsere zwei Welten miteinander verbinden soll. Wir wissen nicht, wie es funktioniert. Noch nicht.
Wir haben beschlossen, sie weiterhin zu beschwichtigen. Solange, bis wir ihre Technologie beherrschen. Eine andere Möglichkeit sehen wir zurzeit nicht. Ich bete zu Gott, dass wir das Richtige tun. Doch ich schätze, wir machen einen gewaltigen Fehler. Wenn man vor etwas Angst hat, hat man das nie ohne Grund. Das heißt, dass es eine Barriere gibt, die überwunden werden muss. Eine Lektion, die man lernt. Wenden Sie sich nicht davon ab. Nehmen Sie sie an. Haben Sie keine Angst vor Ihrer Furcht. Nutzen Sie sie als Ihr Werkzeug. Und heißen Sie Veränderungen willkommen. Mr. Komdor ist ein faszinierender Mann. Er ist ein Außerirdischer, Mrs. Rawlings. Und ein Erleuchteter dazu. Ja, wir sollten jetzt wohl gehen, Ma'am. Auf Wiedersehen, schöne Frau. Sie brauchen Titanium und Uran für Ihre Waffen, Wasser und Bioorganismen für Ihre Nahrung, was im Übrigen auch menschliche Lebewesen einschließen kann. Aha, jetzt sind es auch noch Menschenfresser. Es sind 5 echte Makebians, der Rest sind nur Soldatenklone. Klone? Wie haben unsere Leute reagiert, als du das erzählt hast? Sie ließen mich nicht zu Wort kommen. Ich bin sicher, dass die Verlockung, makebische Technologien in die Hände zu bekommen, den Entscheidungsprozess beeinflusst hat. Rafferty, mir ist aufgefallen, dass du keinen Ehering trägst. Und du sprichst nie über Frau und Kind. Warst du schon mal verheiratet? Ja, ich bin geschieden. Ich sagte dir doch, kümmere dich um deine Angelegenheiten. Und vermisst du sie? Ich will nicht darüber reden. Das macht es für dich nicht einfacher. Was zur Hölle weißt du, Spinner, von meinem Problem, hä? Willst du wissen, was mein Problem ist? Ich verlor 4 gute Männer und einen Senator an diese Monster. Ich weiß nicht, was wahr und was unwahr ist, außer ich sehe grünes Blut. So wie es aussieht, bin ich auf mich allein gestellt. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Rafferty! Ja? Der kommt direkt auf uns zu. Chuck, hallo Dad! Hallo Bobby. Wie geht's dir, mein Junge? Gut. Wer ist das? Ich bin Komdor. Eine sehr beeindruckende Waffe. Finde ich auch. Das ist ein Cybertrucker Lasergewehr. Wirklich? Darf ich auch? Natürlich. Hallo. Hallo. Wer ist denn das? Ein Freund. Darf ich rein? Ja. Ist irgendjemand hier gewesen? Nein. Hast du Ärger, Jack? Es wird schon wieder. Oh. Du weißt, ich will nicht mehr in deine Schwierigkeiten mit reingezogen werden. Niemand ist uns gefolgt, Joan, und wir werden auch gleich wieder gehen. Mhm. Ich wollte doch nur... Was? Ich vermisse Bobby. Ich will nicht, dass er aufwächst, ohne zu wissen, wer ich bin. Mhm. Ich hatte gehofft, du würdest mir noch eine Chance geben. Ich habe da jemanden kennengelernt. Wen? Frag mich nicht. Du hast ja recht. Das geht mich nichts an. Ich liebe dich immer noch. Oh, Chuck, es tut mir so leid. Bobby, sie kommt. Oh, Wow. Na, wartet. Diesmal werde ich euch auslöschen. Oh ja, diesmal habe ich sie wirklich erwischt, richtig? Hehehe.
irgendwas nicht, Commodore? Wie Senator Maxwell heute mitteilte, hat der Finanzierungsausschuss weitere Zuschüsse in Höhe von 4 Milliarden Dollar für das Raumzeitprogramm der Phoenix Corporation genehmigt. Über diese Geheimoperation ist mit Sicherheit nur bekannt, dass ihr Ziel darin besteht, im Weltraum intelligente Lebensformen zu finden. Demonstranten haben jetzt die Stufen des Bundesgebäudes mit der Begründung besetzt, dass über die Vergabe dieser Gelder öffentlich abgestimmt werden sollte. Und nun zurück zu Ihnen, Steve. Danke, John. Der bereits seit 5 Jahren währende Versuch, das Abwasser der Privathaushalte von Los Angeles zu klären... Bobby, es gibt noch so vieles, was wir spielen könnten. Wir müssen nicht immer so tun, als ob wir uns gegenseitig töten. Da gibt's noch Bücher und Kunst, Wissenschaft und Musik und noch viele andere Dinge. Aber das ist langweilig. Findest du? Du machst wohl Witze. Sieh dir das doch an. Dieser Garten. Er ist wunderschön. Wirklich? Hey, Sportsfreund. Komm her. Ich wollte schon immer mal einen E.T. kennenlernen. Ich danke dir, Dad. Kein Problem. Bobby, ich weiß, ich war nicht sehr oft hier. Die Dinge laufen im Moment einfach nicht so gut. Du brauchst nichts zu sagen. Danke dir. Aber pass auf, das mit dir und mir wird wirklich bald besser. Ich verspreche es dir. Ich liebe dich. Wir sprechen nun mit Sarah Johnson von der UFO Times. Sarah, warum demonstrieren Sie hier vor dem Bundesgebäude? Wir wollen eine Erklärung abgeben, die nicht nur unser Land, sondern den gesamten Planeten betrifft. Auf der Erde sind UFOs gelandet, aber die Regierung verheimlicht es. Sie unterschlägt wichtige Einzelheiten und beschneidet die Presse in ihrer Informationsfreiheit. Man gibt Milliarden an Steuergeldern für die Erforschung von UFOs aus, deren Existenz man aber offiziell leugnet. Wo ist Sarah? Sie wird interviewt. Da drüben. Was tust du hier? General Greenborough, wo ist er? Er ist da drin. Sie sind nah genug, General. Gute Arbeit, Agent Rafferty. Sie können ihn uns jetzt übergeben. Beantworten Sie mir nur eine Frage, General. Wo in Alaska waren wir angeln? Lake Clark. Wie viele Fische haben wir gefangen? 3 Dutzend. Was ist in sie gefahren? Ja, die Geschichte haben wir so erzählt. In Wirklichkeit waren wir so betrunken, dass wir nicht mehr laufen konnten. Ich werde den Wagen holen. Scheiße!
bitte alle Mitarbeiter, sich an ihren Arbeitsplatz zu begeben. Wir befinden uns in Alarmstufe. Ich danke Ihnen. Aktivierung in 5 Minuten. Plejadia notas otas, satia ota patika. Steamer fucker. Satreka trasvek. Samislata. Wo geht es zum Verladeplatz? Da hinten, links. Ich danke Ihnen. Okay, Sie können passieren. Alles in Ordnung. Bereiten Sie die EM-Transformatoren vor. Elektromagnetische Transformatoren sind voreingestellt. Bringen Sie den Schallwellengenerator auf Touren. Generatorenfrequenz gestartet. Maximalfrequenz in 30... Finale Nexus-Sequenz starten. Alarmstufe Rot. Schleusentore öffnen. Elementarbeschleuniger 115 aktivieren. Elementarbeschleuniger ist aktiviert. Okay. Hier ist genug C4, um einen Häuserblock zu sprengen. Und so viel Pistolen, wie ihr tragen könnt. Danke, den Rest übernehmen wir. Wir gehen mit. Wieso tut ihr das? Weil wir nicht noch länger angelogen werden wollen. Wir haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Wir wissen doch, was los ist, und die behandeln uns wie Idioten. Genau, die Menschen haben es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Wisst ihr, wie man schießt? Ja, erst zielen und dann abdrücken. Wir sind doch keine Anfänger. Erst zielen, dann abdrücken. Tatsächlich? Auf geht's. Oh, sie ist sehr attraktiv. Für eine Menschenfrau. Was du nicht sagst. Bitte räumen Sie die Portalrampe. Ich wiederhole, bitte räumen Sie die Portalrampe. Vortex-Aktivierung in 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! Raumzeitschleuse ist geöffnet. Interdimensionärer Kontakt wurde hergestellt. Ich werde jetzt übernehmen. Das können Sie nicht. Sie brauchen uns. Das sehe ich nicht so, Doktor. Macht schon. Los. Sie Bastard. Ich wusste, dass man Ihnen nicht trauen darf. Das ist schon eigenartig bei euch Menschen. Hinterher tut ihr so, als hättet ihr vorher schon alles gewusst. Ich werde das Tor schließen. Sie kommen. Sie sind da. Marion. Achtung. Sicherheitsdurchbruch im Untergeschoss 4. Achtung. Komm doch! Sicherheitsdurchbruch Slocke. Im Untergeschoss Nico. 4. Slocker! Nico! Achtung! Sicherheitsdurchbruch... Slacker! Komm doch! Du gehst voraus! Du willst wirklich hierbleiben? Das muss ich. Nein, wir kommen allein klar. Uns passiert schon nichts. Sei bitte vorsichtig. Du auch. Also gut, Jungs. Wir verteilen uns. In Ordnung. Thank you.
Rafferty, du gehst da lang. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Ja, gut. In Ordnung? Ja. Warte. Sicherheitsdurchbruch. Dazu haben wir das hier. Weg hier. Es wird Zeit, dass du nach Hause gehst. Was meinst du? Mit denen kommen wir ohne dich klar. Du gehst durch die Schleuse und danach sprenge ich sie. Geh schon. Gib mir Deckung. Ich danke dir, Rafferty. Kein Problem. Von der Regierung. Das ist ja... Wir sind ja auch verwandt. Näher als du denkst. Möge es dir wohlergehen, mein Freund. Und bleibe der Mensch, der du bist. Im Namen des Friedens, Bruder. Lass es uns zu Ende bringen. Okay.
Wir öffnen die Spule, wir holen aus und dann werfen wir. Das war's schon. Gute Arbeit. In Ordnung. Wir müssen sie noch festmachen. Das ist eine von den ganz alten. Gut, nicht schlecht. Dad? Ja? Was ist denn aus Komdor geworden? Er ist wieder nach Hause gegangen. Werde ich ihn mal wiedersehen? Ich weiß es nicht. Aber wir werden ihn bestimmt nie vergessen. Er war cool. Ja, das war er wirklich. Er war ein sehr guter Freund, hä? Dad, ich denke, ich hab einen. Hast du? Wirklich? Na, dann komm, hol ihn dir. Zieh dir das an. Ist ja ein Naturtalent. Halt fest. Komm schon, halt fest. Seht mal, der ist ja riesig. Fantastisch.